Hallo und herzlich willkommen. Dieser dritte Teil der Reihe befasst sich mit den gebietstechnischen Änderungen. Um neue Anreize beim Farmen zu setzen, wurden nämlich einige Gebiete zu Level 85 Areas hochgestuft. Das soll für mehr Abwechslung sorgen und über diese Veränderung freue ich mich auch gewaltig. Bei einigen der Gebiete habe ich mir tatsächlich schon lange gewünscht, sie würden Level 85 sein. Wir schauen uns ja natürlich alle nach der Reihe an. Im ersten Akt ist Level 2 des unterirdischen Durchgangs künftig eine Level 85 Area. Zusammen mit dem Mausoleum und der Grube Level 1 und 2 gibt es dann insgesamt 3 solcher Gebiete im ersten Akt. In Akt 2 wird das Steingrab hochgestuft, das man in der felsigen Öde findet. Das ist auch ganz gut so, denn bisher gab es eigentlich keinen wirklichen Grund, dort je reinzugehen. Doch bald ist dieser Ort ebenbürtig mit den alten Tunnels oder der Wurmgruft Level 3. Im dritten Akt kommen jede Menge 85er Gebiete hinzu. Als erstes hätten wir da die Spinnenmonstergruft, die praktischerweise direkt am ersten Wegpunkt liegt. Das Sumpfloch bekommt in allen drei Ebenen Area Level 85, man findet es immer am Wegpunkt Schinderdschungel. Die Kanalisation unter den Kurastgebieten ist in Zukunft komplett Level 85 und nicht nur die zweite Ebene, in der ohnehin kaum Monster sind. Außerdem werden alle 6 Tempel Level 85 und nicht wie bisher nur 3 von ihnen. Von den Tempeln findet man jeweils 2 beim Bazar von Kurast, in Oberkurast und am Damm von Kurast kurz vor Travinkal. Im vierten Akt werden keine Gebiete aufgewertet, dafür kommen aber im fünften ein paar 85er Areas dazu. Und zwar jene hinter den roten Portalen in den Hochlandgebieten und die kleinen Extra-Level in den Eishöhlen, die immer von einem Champion-Pack bewacht werden. Konkret sind das Abaddon im Eishochland, die Grube von Acheron in der Ariad-Hochebene, die Inferno-Grube in der gefrorenen Tundra, die Flockenhöhle beim Gletscherweg, und der Eiskeller beim Weg der Urahnen. In den beiden Eishöhlen geht es meist vom Wegpunkt aus gegen den Uhrzeigersinn. Nach dem Schema findet man ja auch den Frostfluss unter dem Kristalldurchgang. Der wird leider keine 85er Area. Zum Schluss noch eine finale Übersicht, welche Gebiete in Zukunft alles Level 85 sind. Im nächsten Video der Reihe schauen wir uns dann die Veränderungen an den Klassen an. Die Übertristram-Amazone habe ich ja bereits demonstriert, für andere Klassen gibt es auch sehr sinnvolle Neuigkeiten. An dieser Stelle verabschiede ich mich, macht es gut und bis zum nächsten Video.